Meine Güte, ey. Jeder hat dieses. Ah, okay, das ist ein Intro, das nehme ich jetzt nicht mit. Improvisiertes Gewehr. Okay, Mensch. Ey. Wahnsinn. Das? Nehme ich einfach mit. Köterkeule da. Ach, so ein X-Ray-Ding, also hier ist es. Red X. Schon auch hilfreich. Und auch sogar. Oh, Radioaktivität ist heftig. 6. Na gut. Weiß gar nicht, ob das jetzt die andere Gruppe weggeschafft hat. Naja. Also die Laserwaffe, super. Nein, ich wollte die Bilder das jetzt nicht mitnehmen. Ach, scheiße. Nein. Da muss ich ja X drücken anstatt. Fick damit. Ach, das habe ich auch nicht weggelenkt. Josh Outfit. Weg damit. Ja, 6, noch was. Muss ja in diese Richtung, das ist klar. Das sieht so aus. Aber ich gehe zuerst jetzt weiter, ist mir jetzt egal. So eine Militärbasis, kannst du 10 Meter laufen und dann wieder neue Dings. Obwohl, Notsignal ist besser.
Wieder gefallen. Oh, da ist eine Vault. Ach so, das ist ja die eine Vault. Na, es geht wahrscheinlich da hinten hin. Hundertprozentig. Ja. Oh shit. Oh. Komplett verformt. Das hier ebenfalls. Was ist hier passiert? Oh. Da ist der. Das war das Notsignal. Ah, ich muss aber erstmal aufs Klo. Dann beende ich mal die Übertragung und gehe aufs Klo, weil diese Dinger rausschneiden habe ich keine Lust. Na wohl. Ah, egal.
Da. Und das ist sogar Tag geworden. Wir gucken uns mal. Da. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache: ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen, habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Ja, das ist diese Scheiße. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Wir müssen die Rüstungen zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Warum? Verdammt! Astlin, Selbstzerstörung aktivieren. Ferris, zurückfallen lassen. Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung. Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung!